Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen Mut machen zu unbürokratischen Ideen. Das Ehrenamt lebt auf dem Land, in Vereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder aber in der Kirche. Es ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und deshalb werden wir sie von Bürokratie entlasten, damit sie mehr Zeit haben für ihren Einsatz, für ihre tollen Projekte. Denn sie sind am Ende das Netzwerk des Guten auf dem Land. Es darf keine Kluft zwischen Stadt und Land geben. Das gilt insbesondere, wenn es um die Versorgung mit Ärzten, mit Hebammen, mit Therapeuten, aber eben auch mit guten pflegerischen Leistungen geht. Und dies wollen wir sicherstellen, indem wir es für Ärzte attraktiv machen, auf dem Land zu arbeiten. Denn die Gesundheit der Menschen in den ländlichen Regionen ist uns genauso wichtig wie die der Menschen in der Stadt. Für alles das gibt es natürlich keine Blaupause. Deshalb brauchen wir einen Instrumentenkasten, der alles bereithält, was gerade vor Ort benötigt ist. Und das unterscheidet sich von Region zu Region. Also zeigen wir Mut zur Flexibilität. Damit ländliche Regionen und Wirtschaft sowie Start-ups zusammenpassen, müssen wir noch mehr investieren in Breitband und Mobilfunk in der Fläche. Das ist eine Frage des Wettbewerbs. Deshalb investieren wir Milliarden in den Breitbandausbau, damit weiße Flecken der Vergangenheit angehören. Und wir werden bestehende Funklöcher schließen durch eine Versorgung mit der neuesten 5G-Technologie. Was wir besonders brauchen, ist der Mut zur flexiblen Lösung vor Ort. Politik muss lernen, den Verantwortlichen vor Ort etwas zuzutrauen. Denn die Situation in Ostfriesland ist anders als im Ostallgäu oder gegebenenfalls in Ostmecklenburg-Vorpommern. Jede Region braucht ihre eigene Lösung. Und diese Lösungen können am besten erkennen die Menschen, die vor Ort Verantwortung übernehmen, zum Beispiel in der Kommunalpolitik. Und sie zu ermutigen, zum Beispiel auch in kleinen Ortschaften Gewerbegebiete auszuweisen für wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze. Das haben wir uns vorgenommen. Denn wir wissen, der Erfolg einer ländlichen Region steht und fällt mit der Wirtschaft. Die Menschen wollen nicht nur schöner wohnen, sondern sie wollen dort auch arbeiten.